Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gold Rush The Game. Wie ein geschätzter Kollege von mir sagen würde. Schön, dass du wieder dabei bist. So, in der letzten Folge haben wir die ganzen Kleinigkeiten, wollte ich gerade sagen. Hier die riesen Maschinen jetzt schon mal umgebaut. Fehlt noch das Rohr. Und, also die Trommeleinheit und hier einen Kiesabscheider, oder wie auch immer das Teil heißt. Ich meine, das müsste dieses hier sein. Das holen wir noch ran und dann können wir testen, ob da wirklich mehr rauskommt. Ich freue mich, denn ihr seht, das ist ganz schön ins Geld gegangen und es sollte sich besser lohnen. Es fängt so noch an zu regnen. Das hat mir gerade noch gefehlt. Meng, 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 würde Peter Zwegert jetzt sagen. Oder rauchen Sie? So. Drei. Vier. So, bevor wir jetzt die neuen Sachen hinstellen, natürlich wisst ihr schon, kennt ihr schon, einmal kurz den Check machen, ne? Das heißt, wir lassen uns mal eben kurz anliefern. Tü-lü-lü. Ja, wir haben ja sofort zwei gekauft. Hinterher ist man immer schlauer. Oder halt als Zuschauer ist man auch immer schlauer, wenn man halt... Oh, jemand möchte für die Arbeiten. Natürlich, ich muss sowieso die Arbeiter neu einsetzen. Wenn ich sie umgebaut habe hier. Arbeiter. So, der hat nichts zu tun. Der arbeitet mal bitte am D-Rocker. Und, wer möchte für mich arbeiten? 44, natürlich. Herzlich willkommen im Team. Ist doch alles kein Problem. So, ich hoffe, das war jetzt der richtige Duplex-Jig. Machen wir den Kipplaster, so. Einer mehr. Einer mehr. Einer mehr. Garol, wo hast du deinen Kopf? Oder was hast du in deinem Kopf? Du wolltest doch die Kiespumpe anliefern. So. Ich hoffe, das ist richtig. Ich weiß es nicht. Also das sieht mir so aus, als wäre das das Teil, was wir dann stattdessen da unten drunter stellen. Und das andere war ein Planter. Übersetzt mit Pflanzanlage. Das sieht so aus, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. Deswegen machen wir das ja hier, liebe Kinderinnen und Kinder. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Tut es. Irgendwie ist da gerade eine Störung. Und zwar, wenn ich... Der will irgendwie jetzt fahren, wenn ich die Baggerschaufel bewege. Komischer Bug. Wahrscheinlich fliegen wir gleich wieder das ganze Spiel um die Ohren. Wir müssen alles normal machen, ne? Also die ganzen Folgen. Und für maximale Klickausnutzung mache ich das auch dann in allen nochmal in Folgen. Niemand sagt, der Garderol heißt. So. Dann schauen wir mal. Ja, der fällt einfach. Warum auch immer. Ja, da hinten leuchtet es nicht. Hallo. Ich stecke mir den Finger in. Wir fahren dann mal dahin und gucken mal, ob das passt und so. Das wollte ich sagen. Gute Laune schlecht präsentiert von garderol.de. Sendeplan übrigens unter tv.garderol.de. Kennen viele nicht. Erkläre ich gerne nochmal, wo wir gerade hier rüberfahren. Da könnt ihr sehen, wann die nächste Folge kommt. Dann müsst ihr nicht diese Frage stellen, die alle Leute nervt. Alle. Guck mal, er fährt schon wieder zurück. Ich mach nichts. Alle. Hallo?
Hier bin ich. Jetzt hat er aufgehört, okay. Die alle Leute nervt. Das Problem ist, wie soll ich das jetzt gleich da dranhängen, wenn er irgendwie einfach zurückfährt? Das wird zumindest spannend. Das ist ja kurios. Was machen wir denn da? Da fährt er einfach immer zurück. Und nein, ich habe nicht irgendwie auf einmal irgendein Gerät dran, was das tut. Nein, ich habe auch keine Tasten verklemmt. Nein, ich habe auch kein Tempomat drin. Gibt es überhaupt ein Tempomat? Das lenkt ja auch noch einfach. Was passiert hier? Wieso lenkt der denn jetzt einfach zu dem Ding rüber, mit dem es kollidiert? Hä? So, ich hoffe, das ist richtig rum. Sonst macht es da gleich nämlich Chingdarasa. Ja, wie machen wir das jetzt? Wenn ich jetzt nämlich umstelle, fährt er zurück. Aber er müsste eigentlich richtig rum sein. Aber der kann da natürlich nicht mehr unten die Teile bedienen. Das heißt, der Vorteil durch diese Teile da, der ist dann weg. Also durch die alten, ihr wisst schon, was ich meine mit Teile, ne? So. Fehlt nur noch eins. Das Riesenrohr. Das müssen wir auch noch verlegen. So, gucken wir mal. Hallo, guten Tag. Ja, das wird wohl nicht funktionieren hier. Wie ist denn das dann gedacht? Baut man dann da mehrere? Ja, also was ich natürlich gleich offscreen sozusagen aufbaue, ist natürlich diese ganzen Kleinigkeiten noch. Ich glaube, das wollt ihr nicht sehen. Also das Moss wieder rein und dann würde ich sagen, ich befülle es auch einmal offscreen. Weil dann muss ich auch die Staffel wieder beenden. Das heißt, in der nächsten Staffel seht ihr dann, was dabei rumgekommen ist. Da bin ich genauso gespannt wie ihr. Ah, vielleicht schaffe ich es noch, aber die Zeit ist heute schon wieder knapp. Mal schauen. So, Transport. Ach so, das war ja mit Maschinen auf der Parzelle. Dafür durfte man ja so viel nicht haben, ne? So war das. Ja, Und nun, da ich weiß, dass ich das nicht runterlassen kann, müssen wir eventuell überlegen, ob wir das irgendwie anders machen hier. Also erstmal würde ich sagen, so die Schaufel. Ich fahre nicht zurück. Das ist irgendwie gerade ein komischer Bug. Und ja, das Problem ist, dieses Riesenteil muss ja dann auch... Muss ich ja jetzt auch richtig rummachen, ne? Also wenn ich jetzt vom Hügel jetzt da runterfahre, dann muss das mit den Öffnungen nach vorne. Würde ich jetzt mal so behaupten wollen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Was ist das hier? Attention verkehrt rum? Ja, das ist ja aber jetzt schwer zu sagen. Wie rum muss es denn jetzt?
testen einfach mal. Wir testen einfach mal. Weil ich habe jetzt keine Sicht. Ja, wobei, auf der Seite. Auf der Seite. Warte mal. Mit dir gibt's im Schlecker. Ja, ist ja gut. So, wenn wir das hier anschließen, dann müssten die beiden Löcher vorne sein und der Antriebsblock hinten. Sehe ich das richtig? Ja. Was redet der da, der Mann? Also wäre es so rum richtig. Ne? Weil ich nehme jetzt mal nicht an... Man kann das so schwer sehen hier. Aber da ist auf. Da hinten ist zu. Nee, es muss andersrum. Hier ist zu. Hier ist zu. Und hier. Aber wir schließen auf der Seite die. Hier schließen wir die Elektrik an. Hier ist auf, hier ist auf, hier ist zu. Ich würde sagen, es muss andersrum, aber ich weiß gar nicht, wo die Anschlüsse sind. Ich meine, es müsste andersrum. 50-50 Chance und wahrscheinlich verkackt, aber egal. Willkommen bei Garderobe. Sieht mir so unvollständig aus. Muss da nicht noch ein Anschluss dran sein oder so? Das sieht man wahrscheinlich gleich erst. Ja, wir schauen mal. Und alle, die jetzt wissen, wie rum es muss. Nein! Und ich so. Doch! Okay. So, ihr wisst, warum ich das mache? Genau, weil er einfach vorwärts fährt. Vielleicht beruhigt er sich ja, wenn ich mal ausgestiegen bin und das nochmal resettet habe, sozusagen. So, so, ja. Häkchen. Ob das aber richtig ist. Ob hier wirklich richtig hängt. Ich glaube, es ist der. Ja, der ist es. Schwupp. Der. Das war mir schon fast klar. Ach ja. Und was macht ihr so? Drankommen, Kollege. Hey, Denai. Komm ich da irgendwie hoch? Es ist schon so ein bisschen frustrierend gerade. Auch für euch nehme ich an. So, warte mal. Der ist auch schon mal falsch.
Also, wir machen es nochmal sauber. Der nach dahin. Oh, schon vorbei. Die Folge war doch gerade so spannend. Der nach da. Natürlich nicht. Der nicht immer losfahren würde. Das ist nämlich ganz schön anstrengend so. Der. Wie will ich es denn jetzt machen? Andersrum wollte ich es machen, ne? Ja. Nee. Ach so, egal jetzt. Die Leute drehen schon langsam durch hier. Komm, mach mal fertig. So, jetzt muss ich das nur noch irgendwie hinkriegen. Mit Handbremse. Anheben. Fahren. Handbremse. Wenn ich das so mache, komme ich dann auf die andere Seite? Nee, ne? Doch. Nicht so einfach mit einem, wenn eine Funktion in einem Spiel nicht funktioniert, wie sie soll, das dann irgendwie hinzukriegen. So. Den haben wir dran. Und fehlte der noch. Irgendwo ist jetzt noch einer lose hier. Wisst ihr was? Pass auf. Ich weiß, das Geräusch nervt, aber ich kann es gerade nicht ändern. Ist halt funktional kaputt. Aber der Trick mit der Handbremse ist geil. Okay, Leute, jetzt kommt die große Auflösung. Sind wir richtig rum und dann werde ich in der nächsten Folge diese ganzen Kleinigkeiten, die habt ihr schon so oft gesehen, die mache ich dann wirklich, um euch nicht weiter mit zu nerven. Aber ich denke mal, es ist noch mal wieder ganz interessant, mal zu sehen mit dem Aufbau von den anderen neuen Teilen hier. Das wollte ich euch dann auch irgendwie dann doch nicht vorenthalten. Tja, und wenn es falsch rum ist, dann werde ich das auch zwischen den Folgen umdrehen, weil ich glaube, ich habe euch jetzt eure Nerven hinreichend strapaziert. Und dann gucke ich mal, ob ich das wieder voll mache hier oder weiß ich noch nicht. Mal schauen. So, wenn es euch trotzdem gefallen hat oder ihr sagt, Garderol, du warst so tapfer, das finden wir total cool. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, das hilft wirklich. Was übrigens auch hilft, ihr könnt Playlisten anlegen. Das heißt, ihr legt einfach eine Playlist an und packt meine Videos da rein, die euch gefallen. Ja? Und nicht nur eine, sondern 100 Playlisten und ja, das hilft auch einem YouTuber, falls ihr es noch nicht wusstet. Und euch natürlich auch, weil ihr dann viel einfacher eure Sachen organisieren könnt. So, Handbremse anziehen, umschalten. Gucken, ob der Herr Garderol recht hatte mit seiner Vermutung. Ich glaube, es ist richtig rum. Nee, es ist falsch rum. Okay, ich drehe es um, mach das für euch fertig. Hashtag Service. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg.
Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.gaderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.